Canyons V-Drome, neues Bahnrad. Und für mich sieht es jetzt im ersten Blick aus wie ein Speedmax. Und jetzt will ich es aber genau wissen, und zwar von dem Stefan, der ist nämlich der Entwickler von diesem Ding. Und Stefan, was sind die Veränderungen zum Speedmax? Also im ersten Moment sieht es ja tatsächlich so aus, als hätten wir nur die Lackierung geändert. Auf den zweiten Blick sieht man aber, dass sich eine ganze Menge verändert hat. Nämlich handelt es sich hier ja auch nicht mehr um ein Zeitfahrrad oder Triathlonrad, sondern tatsächlich um ein Bahnrad. Das heißt, es ist super wendig gebaut, sehr kurzer Radstand, sehr tiefe Steuerpositionen, aber auch viele Verstellmöglichkeiten. Bewährt vom Speedmax übernommen, wie auch die Aero-Shapes der Rohre und so weiter. Weil das Rad ja wirklich für einen harten Einsatz für viele Jahre gedacht sein soll, haben wir die Ausfallenden Stahl verstärkt, sodass man schnell mal ein anderes Laufrad reinsetzen kann, mit einer anderen Übersetzung arbeiten kann. Außerdem bietet das natürlich die Möglichkeit, den Radstand noch individuell zu justieren, sodass man das wirklich auf seine Bedürfnisse abstimmen kann. Was den Rahmenwerkstoff angeht, haben wir uns bewusst für Aluminium entschieden, denn es muss nicht immer Carbon sein. Viele Profis fahren Carbon, aber auf der Bahn bringt das keine entscheidenden Vorteile eigentlich. Dafür haben wir bei Aluminium an Vorteilen natürlich, dass das Rad dadurch erschwinglich wird, auch für junge Fahrer. Und zum Zweiten, wenn du es täglich einsetzt, im Training, im Rennen, dran rumschraubst und so weiter, dann musst du nicht in dem Maße darauf Acht geben, weil das Material einfach auch sehr robust ist. Die Gabel ist aber weiterhin aus Carbon. Die Gabel ist aus Carbon, genau. Na, ein bisschen Carbon muss an meinem Rad schon dran sein. Erik, du warst maßgeblich hier an dieser Entwicklung beteiligt. Was war denn der Hintergrund? Ja, der Hintergrund war eigentlich, dass ich ja meine letzten Rennen im Januar 2009, Bremer 6-Tage-Rennen und dann das allerletzte Rennen, Berliner 6-Tage-Rennen, auf der Bahn gefahren bin mit dem Bahnrad. Und wir haben extra damals sozusagen Prototypen anfertigen lassen, noch im klassischen Design sozusagen. Hatten dann dabei natürlich festgestellt, wir haben gar kein Bahnrad. Und ja, jetzt ist schon Ende 2010. Man sieht, die Idee, die musste wachsen. Und dann sind wir natürlich auch über unsere Jugendförderung, über das Projekt Canyon Young Heroes, sind wir natürlich drauf gekommen, dass Bahnrad eigentlich immer noch ein Thema ist. Wir wollten ein Fahrrad mit einer ausgewogenen, trotzdem sportlichen Geometrie. Wenn man schon sieht, ist ein relativ kurzes Oberrohr, was natürlich bedeutet, es ist wendig, ist agil, ist auch aggressiv. Wir können dann natürlich bei den Massenwettbewerben, wie zum Beispiel Madison, Punkte fahren, Scratch oder Sprint, da haben wir eben einen Verstellbereich hier im Sattel über die Speedmax-Sattelstütze. Haben hier letzten Endes auch noch die Verstellmöglichkeit über den Vorbau. Und trotzdem haben wir auf den ersten Blick ein relativ kurzes Oberrohr. Warum? Vorbau ab, Zeitfahrlenker mit Extensions drauf. Und dann kann dieses Rad eigentlich, ist so ein Universalprodukt, kann im Zeitfahren benutzt werden und kann im Massenwettbewerben benutzt werden. Und da sind wir schon echt stolz, dass wir im Grunde fast der Erste sind, der so ein Fahrrad hat, was für Zeitfahren und Massenwettbewerbe kompatibel ist.